Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige dir hier meinen Workflow in LR Timelapse und Lightroom, wie ich das immer mache mit den Zeitraffer, wie ich sie bearbeite. Und ja, Hannes hat uns gefragt, ob sich das vielleicht wer anschauen könnte mit dem, wie das funktioniert mit LR Timelapse. Und ja, sehr gerne produziere ich hierzu ein Video. Also starten wir gleich los. Der erste Schritt ist mal die ganzen Fotos vom aufgenommenen Zeitraffer zu importieren. Die habe ich mit der Sony A7S II aufgenommen und das war letztes Jahr im November auf der hohen Wand. Ja, hier habe ich 1131 Fotos aufgenommen und diese werden jetzt mal in LR Timelapse importiert. Einen Klick auf den Ordner und schon ladet das Verzeichnis. Ich spule jetzt ein wenig vor, damit wir einfach die Wartezeit verkürzen. Sehr gut, die Sequenz wurde vollständig reingeladen. Man sieht hier schön die Sprünge von den Anpassungen vom Ramper. Also überall, wo so ein kleiner Sprung ist, wurde hier nachgeregelt bei der Belichtung. Und wenn man hier auf Play klickt, sieht man dann gleich schön die Sprünge vom Kudesler Dashboard. Ja, genau, hier sieht man schön. Und diese müssen wir jetzt ausgleichen. Und ja, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Zuerst mal hier oben auf Visualer Workflow klicken, da wir einen Holy Grail, also das ist ein Holy Grail, aufgenommen wurde. Auf die anderen gehe ich dann ein anderes Mal ein. Zuerst müssen wir mal Keyframes erzeugen. Hier schlägt uns LR Timelapse immer einen bestimmten Wert vor. Ich muss sagen, ich habe bis jetzt noch nie mehr als wie 7 Keyframes bei einer Sequenz eingebaut. Also bei kurzen Zeitraffer von 1 bis 2 Stunden reichen auf alle Fälle 4 bis 5 meistens aus. So auch in diesem Fall, also diesen Zeitraffer, den habe ich circa für, ich glaube, 90 Minuten oder 100 Minuten habe ich da aufgenommen. Und ja, hier reichen, ich würde mal sagen, 4 Keyframes. Man sieht hier die Keyframes. Hier ist ein Keyframe, das blaue hier. Das sind alles Keyframes. Mit diesem Regler können wir die Keyframes hier einstellen. Also ich würde jetzt hier 4 wählen. Keyframe sollte man immer haben, genauso wie ein End-Keyframe. Aber wenn man jetzt sagt, ja, man möchte jetzt hier einen Keyframe haben, weil hier keine Ahnung was passiert, dann kann man auch hier nachträglich einen Punkt setzen. Dann ist hier ein Keyframe gesetzt. Und zum Beispiel kann man sagen, ja, den weg und dafür hier einen hin. Also die kann man immer anpassen, je nachdem, wie man es gerade benötigt. Und ja, dann würde ich jetzt mal hier hinsetzen. Und hier wird es dann immer heller, es würde gut passen. Den einen verschieben wir auch ein bisschen nach vor. Diesen geben wir weg. So, sehr gut, so würde ich das jetzt mal lassen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Keyframes jetzt. Klicken wir auf Heiliger Gral Wizard. Hier könnte man auch anpassen. Ich muss sagen, das lasse ich immer auf Standard. Die Standardeinstellung, die hat mir immer gute Resultate gebracht. Und hier muss man nicht unbedingt was umändern. Klickt man auf Speichern. Ja, jetzt werden mal die ganzen Keyframes und so weiter übernommen. Und sobald das fertig ist, kommen wir zum letzten Punkt in dieser Reihe. Nach Lightroom ziehen. Und ja, das werden wir jetzt auch machen. Das heißt, ich drücke das mit der Maus, halte es gedrückt und habe hier schon Lightroom offen. Lass dann einfach los und somit wird die ganze Bildsequenz in Lightroom geladen. Sollte dann gleich importieren zum Anklicken gehen. Dauert noch kurz. Genau, hier haben wir es. Dann einmal auf Importieren. Und jetzt müssen wir mal warten, bis die Sequenz vollständig geladen ist. Die Sequenz wurde vollständig in Lightroom geladen und jetzt müssen wir die 4 Keyframes, Moment, ich mache gleich noch, diese 4 Keyframes, 5 Keyframes haben wir, 1, 2, 3, 4, 5, diese 5 Keyframes müssen wir jetzt in Lightroom bearbeiten und
Die finden wir so, dass wir einfach die bewerteten Bilder angezeigt werden und alle mit 4 Sterne. Hier sind ja unsere 5 Keyframes. Und ja, ich habe für die Lightroom-Bearbeitung ein Template erstellt, Zeitraffer Vorlage. Ja, ich werde diese 4 Bilder, also diese 4 Keyframes, mal bearbeiten in Lightroom. Werde hierzu noch vorspulen über die Bearbeitung in Lightroom, nehme ich vielleicht später mal ein neues Video auf. Hier soll es einfach nur um LR Timelapse gehen. Sobald ich mit der Bearbeitung eines Bildes fertig bin, klicke ich auf Einstellungen kopieren, nehme mir alles mit, alles auswählen, gehe zum nächsten Keyframe und gehe auf Einstellungen einfügen und passe hier dann den Weißabgleich noch ein bisschen an oder die Lichter. Also ich nehme immer die Einstellungen vom letzten Bild ins nächste mit rein und ändere hier ein paar Einstellungen und das geht so weiter bis zum letzten Bild. Sobald meine 5 Keyframes Bilder bearbeitet worden sind, markiere ich alle, Rechtsklick, Metadaten in Datei speichern, fortfahren und in Lightroom sind wir mal soweit fertig. Jetzt öffne ich wieder LR Timelapse und die erste Reihe sind wir fertig. Jetzt kommt die zweite Reihe dran, das heißt wir klicken auf Neu laden. Jetzt werden die Metadaten, die wir soeben in Lightroom abgespeichert haben, neu geladen und jetzt ein Klick auf Autoübergänge und dann ein Klick auf Speichern und schon ist die nächste Reihe in unserem Workflow fertig in LR Timelapse und wir schauen sich die nächste Reihe an. Hier geht es dann schon auf die Vorschauen, das heißt, wenn wir jetzt den Film abspielen würden, dann sind das die originalen Bilder ohne Anpassungen von Lightroom oder irgendwelche Anpassungen von LR Timelapse und diese visuellen Vorschauen werden wir jetzt generieren, indem wir auf visuelle Vorschauen klicken. Sehr gut, die visuelle Vorschau wurde generiert und wenn wir jetzt auf Play drücken, können wir uns das Video mal mit Bearbeitung von Lightroom anschauen. Die Bilder zwischen den Keyframes wurden auch angeglichen. Das ist mit Autoübergang passiert. Ja, es macht schon einen sehr guten Eindruck. Man sieht hier noch ganz kleine Belichtungssprünge. Und diese heißt es jetzt auszubessern. Hier sieht man ganz leicht noch ein kleines Flickern. Und das können wir eliminieren mit Hilfe von visuellste Flicker. Ja, ich wähle hier meist einen Wert zwischen 10 und 20. Mehr macht kaum Sinn. Ja, in diesem Fall würde ich jetzt mal diesen Wert hier lassen. Ich denke, das würde recht gut klappen. Klicke auf Anwenden und danach auf Speichern. Ja, die Vorschau wird jetzt nochmal neu generiert mit dem visuellen Deflickern. Das werde ich jetzt wieder nach vorspulen, um Zeit zu sparen. Sehr gut, die Vorschau wurde generiert. Sehen wir uns den Zeitraffer jetzt mal an. Das Flickern sollte jetzt relativ eliminiert sein. Jetzt kommt dann gleich die Stelle, wo es angefangen hat. Ja. Sehr schön, da flickert kaum mehr was. Das sieht sehr gut aus. Man könnte jetzt noch verfeinern und nochmal drüber laufen lassen, so lange wie man das möchte. Aber ich lasse das jetzt mal so und ja, das schaut sehr gut aus. Drücke jetzt Stopp und dann nochmal auf Speichern. Und somit sind wir in LR Timelapse fertig. Jetzt machen wir wieder Lightroom auf. Und lassen uns alle Bilder anzeigen. Filter aus.
Jetzt markieren wir alle Bilder. Rechtsklick, Metadaten, Metadaten aus Datei lesen. So, jetzt werden die Metadaten aus allen Bildern gelesen. Man sieht schon, die Bilder werden alle schön angepasst. Somit sind wir fertig grundsätzlich mit LR Timelapse und Lightroom. Was jetzt noch fehlt, ist exportieren, also die ganzen Bilder exportieren, Datei exportieren in einen Ordner deiner Wahl, wo auch immer hin. Dort befinden sich dann die ganzen JPEGs und diese JPEGs dann in einem Videoschnittprogramm als Sequenz laden und dann den Film exportieren. Man könnte auch die RAW-Sequenz in zum Beispiel After Effects laden, so mache ich immer. So spare ich mir den Weg über komprimierte JPEGs. So habe ich einfach eine bessere Qualität, aber es dauert auch länger zum Rendern vom fertigen Zeitrafferfilm. Ja, ich hoffe, ich konnte dir was mitgeben. Ich hoffe, du hast was gelernt. Ich hänge den fertigen Zeitraffer jetzt am Schluss noch dran und ja, sag danke fürs Zuschauen.